Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ihr seht schon, heute mal eine etwas andere Facecam. Wollt ihr das Ganze einfach mal ausprobieren, werde ich auch in diesem Video nicht so viel dazu sagen, sondern das werde ich euch in einem späteren Video alles erklären bzw. zeigen. Heute soll es um das Thema gehen, es muss sich was verändern und damit ist mein Channel gemeint. Ich will jetzt nicht wieder rumheulen, wie scheiße doch alles ist und wie gut alles sein könnte, sondern nein Leute, ich möchte diesmal was verändern. Ich kann aber nur was verändern, wenn ihr darauf Bock habt, beziehungsweise wenn ich eure Meinung dazu habe. Deshalb habe ich mir einfach gedacht, komm, machst du mal so ein Video. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn ihr euch das Video bis zum Ende anschaut und einfach die Fragen, die ich euch jetzt formuliere, einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben würdet. Weil damit kann ich arbeiten, damit kann ich was verändern und besser machen. Und genau das will ich. Ich will einfach wieder dahin, dass ihr gerne diesen Channel besucht, meine Videos schaut und so weiter. Und ja, ich würde sagen, das ist eigentlich optimal. Deshalb fangen wir auch direkt mal an. Und zwar der erste Punkt. Welche Tage wollt ihr haben, wo ich Videos online stelle? Ich habe mir vorgenommen, 2 pro Woche zu machen. Sollte eigentlich irgendwie machbar sein. Eins soll halt irgendwie so ein themengebundenes sein, wo ich über irgendwelche Themen rede. Und eins so ein bisschen Gameplay-mäßig irgendwie was, vielleicht wo ich live zocke und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, wann habt ihr überhaupt Lust und Zeit, noch ein Video von mir zu schauen? Schreibt mir unten in die Kommentare einfach die Lieblingstage. Ihr könnt auch gern von jemand anders irgendwie das hochvoten oder wie auch immer. Zum Beispiel Montag, Freitag, Dienstag, Sonntag oder wie auch immer. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, da sind wir auch direkt beim Thema 2, weil das bezieht sich so ein bisschen auch auf Punkt 1. Und zwar ist das themenbezogene Commentaries. Auf welche Themen habt ihr denn Lust? Welche Themen sollte ich mal irgendwie durchnehmen? Es gibt ja so viel, ich denke mir immer irgendwas aus, beziehungsweise denke, okay, das könnte was sein, aber dann ist es vielleicht doch nicht so das Wahre. Eigentlich wollte ich das ja so machen, ich mache einen Themen-Commentary und danach schreibt ihr mir unten in die Kommentare das nächste Thema, was euch interessieren würde, worüber ich mal labern könnte und so weiter, aber das hat irgendwie bis jetzt nicht so richtig funktioniert, was ich extrem schade finde, aber das kann man halt nicht ändern. Und deshalb würde es mich erstmal generell interessieren, so für welche Themen interessiert ihr euch? Oder können wir das vielleicht doch irgendwie schaffen, dass ihr immer unten in die Kommentare irgendwelche Themen schreibt, über die ich mal reden soll? Das würde mir extrem helfen. Natürlich sagt man oft, komm, mach doch einfach das, auf was du Bock hast. Ich habe aber auf viele Sachen Bock. Ich glaube, das habt ihr auch schon mitbekommen, dass ich vieles ausprobiert habe und nie so richtiges Feedback von euch bekommen habe. Deshalb dieses Video und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mal so ein paar Themen, die euch generell interessieren oder wo ihr sagt, da kannst du öfters mal was bringen und ob ihr einfach Bock habt, in den Kommentaren immer unter dem Video einfach mal was zu posten, worüber ich labern könnt. Ja, dann kommen wir auch direkt zu Punkt 3 und zwar ist ja momentan so ein bisschen umstritten, beziehungsweise viele haten es auch, ApoRed ist das beste Beispiel und zwar Real-Life-Videos, Vlogs, wie auch immer, ne? Ich habe mir überlegt, trotzdem hier und da vielleicht mal solche Videos zu bringen mit meiner Freundin, wenn wir irgendwo sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wollt ihr sowas überhaupt sehen? Habt ihr da einfach Bock drauf oder sagt ihr, ey Blacky, lass es stecken, bring's am besten gar nicht. Ab in die Kommentare. Ja, dann sind wir beim 4. oder 5. Punkt, ist auch scheißegal, welcher Punkt das jetzt ist. Es geht so um das Thema Gaming. Ich habe mir überlegt, auf jeden Fall BO3 zu spielen, weil ich da momentan wirklich Bock drauf habe, ich auch darauf warte. Jetzt ist natürlich die Frage, wollt ihr vielleicht noch ein anderes Game sehen? Wenn, welches Game würde euch interessieren? Vielleicht irgendeins, wo ich auch nicht so viel Zeit investieren muss, um da reinzukommen oder um irgendwelche ansehnlichen Gameplays, Videomaterial oder sonst was zu erspielen, weil das wird dann relativ schwierig, weil mir da die Zeit dazu fehlen wird. Ja, das ist so der erste Punkt und der zweite dazu wäre, habt ihr irgendwie mal Lust, außer Public vielleicht mal irgendwie so ein bisschen zu sehen, wie ich Liga spiele oder so? Ich meine, das ist auch immer mehr im Kommen und ich finde es auch nicht schlecht. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich bin zwar jetzt kein Pro, möchte das auch überhaupt nicht werden, sondern es geht einfach eher darum, ob ihr vielleicht halt mal Lust habt, neben dem Public auch noch was anderes zu sehen. Also das wäre zum Beispiel auch so Punkte, die mich interessieren würden, wo ich echt auf eure Meinung gespannt bin. Und der letzte Punkt, der mir jetzt so spontan einfällt, ist natürlich das Stream. Ich habe jetzt relativ viel vorbereitet, ihr seht es schon mit der Facecam und so weiter und ich habe auch richtig Bock drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wann soll ich streamen? Beziehungsweise wann habt ihr überhaupt Zeit, das noch zu schauen? Oder soll ich einfach mal spontan einschalten, wenn ich gerade mal zocke? Natürlich sind das auch Fragen, die ich eigentlich an mich selber richten muss. Habe ich auch getan. Ich kann mich aber irgendwie nicht so richtig entscheiden. Und ich möchte einfach mit diesem Video, mit euren Meinungen, das Ganze irgendwie festigen. Weil ich will wieder eine Regelmäßigkeit reinbringen. Ich will unbedingt, ja, einfach aus diesem Channel was machen. Ich habe so viel Zeit und Herzblut in den Channel gesteckt. Und auch
sinnlose Nächte manchmal, wo ich nur irgendwas ausprobiert habe, um euch wirklich eine geile Videoqualität zu bieten, und das will ich jetzt nicht weghauen. Und es wäre halt extrem schade, wenn es halt, sag ich mal, immer negativer wird. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dieses Video zu machen, weil ich was verändern will. Ich merke auch selber, dass es manchmal an mir auch so liegt, jetzt gerade in der letzten Zeit, bisschen Unregelmäßigkeit, aber ich habe halt einiges vorbereitet und das werdet ihr auch demnächst alles sehen. Da kommen noch einige Sachen, die haben jetzt extrem viel Zeit gekostet und ich dachte mir einfach, bevor BO3 losgeht, ist es natürlich der optimale Zeitpunkt. Aber ich denke, ich habe erstmal genug dazu gesagt. Wenn euch noch andere Sachen einfallen, auf jeden Fall auch in die Kommentare. Ich habe da schon 100 Mal, glaube ich, jetzt gesagt in diesem Video, dass ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben sollt. Aber nur damit kann ich wirklich was anfangen und was verändern. Und ich denke, das ist auch in eurem Interesse, genauso wie ich das halt unbedingt möchte. Und ich würde mich mega freuen, wenn mal wirklich richtig viele Kommentare hier auf diesem Video kommen würden. Und ja, mit diesen Worten will ich mich eigentlich bloß noch verabschieden. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, lock auf lock, ich von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Almas.